Dienstag, 9.04.2024, Pamplona, Puente del Reina. Nach ruhiger Nacht bringt Tanja mich zum Startpunkt der heutigen Etappe. Es beginnt ganz gut. Die ersten 10 Kilometer fiel bergauf. Was soll das schon wieder? Am Mirador Alto del Perdón wartet Tanja auf mich. Ich bekomme ein leckeres Baguette und eine Bandage fürs Knie. Die hilft sehr. So gehe ich die nächsten 13 Kilometer an. Hinterm Mirador geht's stramm bergab, dann durch Felder und kleine Dörfer. Bin sehr froh, die Großstadt hinter mir zu lassen. Fazit des Tages: Jeder Schritt nach vorn bringt dich näher an dein Ziel. Good morning in the morning an Tag 4. Warum fährt Herr Walewski? Weil er es will. Wir müssen ja zum Ausgangspunkt zurück. Genau, wir fahren jetzt zum Ausgangspunkt zurück, wo ich... Von unserer Schlafstätte weg. Genau. Hast du schon gezeigt? Teletubbieland? Ja, habe ich gestern schon gezeigt. Müsst ihr dann das Video von gestern gucken. Das hätte immer, sind ja jetzt immer Tagesvideos, da müsst ihr selber mitarbeiten. Jetzt geht's zurück nach Pamplona. Leute, ich sag nur eins, es wird Regen geben. Ja, es ist sehr abgekühlt. Wir hatten ja gestern 27 Grad. Heute sind es 7,5. Also so 20 Grad Schwankungen. Kälter. Ja, fast 20 Grad Kälter. Was aber angenehm ist, muss ich sagen. Finde ich auch. Und für die Hunde ist es auch schöner gerade. Ja. Und ich glaube, ein bisschen wärmer wird es ja heute noch. 8, 9 Grad, 10 Grad. Wird schon. Aber wenn dir mal die Sonne nicht so auf den Kopf brennt, ist ja auch schön. Das ist herrlich. Mhm. Also optimal muss man sagen, bei Wandern mit Gepäck sind so alles zwischen 10 und 15 Grad ist top. Genau. Und jetzt haben wir uns einen Parkplatz in Pamplona rausgesucht. Da ist schon Pamplona. Genau. Und da können wir gleich parken, dann kann Rico sich fertig machen, also Rucksack auf dem Rücken. Da und dann geht's weiter. Gibt's noch einen Kussi? Ja, heute geht's nach Puente del Reina. Genau. 23 und irgendwas Kilometer laut App. Das heißt, Herr Walewski wird wahrscheinlich 27 laufen. Waren ja bis jetzt immer 2, 3, 4 mehr. Obwohl ich genau auf dem Weg bin. Also dann scheint die App ja nicht so ganz, ganz korrekt zu sein. Kann sein. Also, zeig mal Pamplona. Da, ja, also so nah sind wir dran. Wir sind gerade losgefahren, habt ihr mitgekriegt, da ist schon Pamplona. Na, Herr Camino? Camino Walewski, Enrico Camino Walewski. Ja. So, ich habe es jetzt endlich in der Apotheke geschafft, nachdem die gestern zu hatten, und habe mir was für mich geholt. Und eine Kniekompresse für mich. Genau. Die wird aber erst heute Abend anprobiert, weil die ist technisch sehr aufwendig. Und heute scheint es auch zu gehen, sagst du gerade. Guck doch. Mhm. Aber was für die nächsten Bergetappen brauchst du so die auf jeden Fall. Wenn es bergab geht, ziehe ich die wieder an. Und... Ist nicht so dicht, bitte. Es tut nichts weh. Ja, was sagtest du vorhin? Das ist der erste Tag, wo du keine Angst hast, loszulaufen. Also wo ich glaube wahrscheinlich nicht 3 Stunden brauche, um in den Rhythmus zu kommen, weil nichts wehtut. Dafür könnte es heute regnen, da habe ich mir das nicht gewünscht, wenn ihr euch an die letzten Videos erinnert. Kalle will Herrchen auch Tschüss sagen. Ja, Kalle küsst mich von hinten ins Ohr. Dann geht's jetzt raus aus der Pamplona und dann ab dafür. Mhm. Die Hunde haben Leute jetzt nämlich schon gelernt, wenn Herrchen den Rucksack aufsetzt, ist er weg. Dann ist er einen Tag lang weg. In diesem Sinne, wir sehen uns über Tag und heute Abend gibt es einen zusammenfassenden Bericht. Ich gebe ab in die Sendezentrale. Buen Camino. Und damit guten Morgen. Raus aus Pamplona geht es heute über 23, irgendwas Kilometer nach Puente del Reina. Mein Tagesziel. Mal schauen. Fühlt sich alles gut an. Knie ist ja wunder fast schmerzfrei. Hat sich gut beruhigt über Nacht. Medikamente scheinen zu helfen. Gichtzeh ist auch am Start. Hab mich jetzt doch noch mal für kurze Hose entschieden. Mal gucken, ist doch ein bisschen frisch, aber wenn man auf Temperatur kommt, dann geht das alles. Und wie es dann ist, hast du die Regenjacke rausgekramt und übergezogen, ist der Regen weg.
Aber ja. Ja, Leute. Hinter mir in Pamplona. Vor mir die Weite. Ich glaube, die erste Pause mache ich da oben bei den Windrädern. Da soll es einen sehr schönen Mirador geben. Da gucken wir mal. Ansonsten lässt es sich gut an heute. War der erste Tag, habe ich glaube ich vorhin schon beim Loslaufen erzählt, bei meinem Engelchen, wo ich keine Angst hatte loszulaufen, weil es nicht so viel Schmerz gab. Ist ja auch schön. Ja, ansonsten geht es jetzt hier durch Felder. Und ich glaube, die erste Großstadt auf meinem Trip habe ich damit hinter mir gelassen. Muss ehrlich sagen, ja, so das Ankommen und das Jagen nach dem Stempel, das ist ganz schön. Bin aber sehr froh, dort nicht, ja, kampieren zu müssen in so Herbergen. Sich dann noch was suchen oder in diesen, ja, mittlerweile ganz schön kostspieligen Pensionen und Hotels. Die wissen halt auch, wie es geht, ne? Aber gut, ich habe ja mein Refugio Fredo. Drückt mal die Daumen, ihr Lieben, dass ich nicht da hoch muss. Oh Mann, hoffentlich sind das meine Windräder. Oh Gott. Aber da ist so ein ganz böser Wanderpfad hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Naja. Shit happens. Ich bin jetzt weitergefahren zum Mirador. Wie heißt das? Mirador Alto del Perdón. Da kommt Rico heute auch lang. Hab aber ein bisschen abseits geparkt, weil da so viele Pilger gerade schon waren. Bin also auf einem großen Berg, hohen Berg, wo Rico heute auch nochmal hoch muss. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm und er glaube ich auch nicht. Sonst hätte er die Kniekompresse sicher schon mitgenommen. Und eigentlich wollte ich hier jetzt frühstücken. Das war mein Plan. Weil es bei Park4Night, hätte ich fast gesagt, bei Google Maps so aussah, als wäre da ein schöner Parkplatz, wo man stehen kann. Und so stehe ich hier gerade. Also da bleibt kein Kaffee im Becher. Das heißt, ich mache jetzt eine Hunderunde, verschiebe das Frühstück aufs Mittagessen und dann sehen wir weiter. Das Schöne an meiner Camino-Tour ist ja, dass ich mir immer aussuchen kann, wie lange ich bergauf laufe und wann ich wieder umdrehe. Aber guckt euch mal an, hier muss Rico rüber. Und ich weiß gar nicht, von welcher Richtung er kommt. Muss ich mich gleich mal orientieren. Entweder von da oder von da. Ja, ach so, doch, er kommt von da und muss hier hoch. Ich gucke gleich mal bei Apples, wo er ist. Ist klar, ne? Wisst ihr Bescheid? Oh Mann. Immer bergauf.
Aber es ist wie im Leben, Leute. Nach oben ist immer anstrengend. Muss man nicht immer motivieren und sein Bestes geben. Und atmen nicht vergessen dabei. Okay, ich verstehe jetzt. Also ich bin jetzt nur, was heißt nur, also es ist sehr, sehr steil, aber nur von da ganz oben und dahinter war ich noch ein Stückchen, aber nur von da oben runtergelaufen und ab da, ab den zwei Pollern, tat mir das Knie weh. Irre. Natürlich ist es doch die Kette von Windrädern, wo ich natürlich hin muss. Oh, das ist jetzt der vierte Tag und immer noch bergig. Was soll das denn? Ich verstehe es nicht, wie ich mich auf die Ebene freue. Schaut mal da vorne, wie die Ameisen. Da wird dann auch immer die Geschwindigkeit stark reduziert. Da sieht man mal, wie steil das dann wieder runter geht, ne? Naja, ich bin jetzt ein Stückchen wieder weitergefahren zu diesem Aussichtspunkt doch und werde jetzt hier frühstücken in voller Schräglage, weil Herr Walewski mich eben angefunkt hat und doch seine Kniebandage möchte, weil die hat er natürlich nicht in den Rucksack gesteckt, die liegt ja noch hier im Auto. Also warten wir jetzt hier, laut wo ist ja so in einer Stunde oder irgendwas hier, frühstücke ich jetzt hier. Mal gucken, ob mein Kaffee im Becher bleibt. Aber sehen, Leute, tut man die meiste Zeit das. Aber Millionen Kiesel habe ich schon gesehen, die Tage. Weil der Blick ist doch immer auf dem Weg. Aber jeder Anstieg ist irgendwann um. Und ihr glaubt gar nicht, wie ich mich auf diesen Punkt freue, auf diesen Mirador, weil ja, auch die Fahrradpilger feiern sich, weil ich glaube, hier gibt es was zu essen. Und zu trinken. Ihr glaubt es nicht. Guck mal, wer da ist. So, die Bandage wurde angelegt, das Baguette wurde gegessen, was ich gemacht habe. Und jetzt ist er gerade da. Wieder runtergelaufen. Vergiss er doch seine GoPro und ich muss ihm noch hinterherlaufen und hier wieder hoch. Und ich finde das echt ungerecht, dass die Kamera nie zeigt, wie steil es wirklich ist. Aber wenn ihr da ganz hinten die Person laufen seht, dann erkennt ihr es vielleicht. Naja, jetzt bin ich auch außer Atem. Jetzt fahre ich da hinten hin. Er muss jetzt noch laufen. 11 oder 12 Kilometer. Und ich fahre diese jetzt mal eben schnell runter. So geht das hier runter, Leute. Ist das nicht der Hammer? Und alles lose Kiesel. Steilheit kommt natürlich wieder nicht rüber. But die Bandage, die Tanja mir gekauft hat, fürs Knie. Oh, ist das schön. Also es ist eine deutliche Entlastung, muss ich sagen. Ganz toll. Ich kann jetzt richtige Wechselschritte bergab machen und nicht so ein Gestolper. Also cool. Gab schönen Mittag eben. Mein Engelchen an dieser Stelle auch nochmal über den Sender. Vielen Dank für deinen Support, für deine Unterstützung, obwohl du gerade ein bisschen kränkelst.
bist du eine absolute Kampfmaschine und sorgst für das Wohl des Rudels. Danke, ich liebe dich. Wir sehen uns gleich in Punta del Rey. Na, gerade noch die Kurve gekriegt. Und dann wird erstmal ausgeruht und ein bisschen gechillt. Es sind nach der App jetzt noch 10 Kilometer. Schauen wir mal. Und ich zeige euch noch mal das Bachbett hier. Und was so unfair ist, weißt du, die eine Seite vom Berg mühst du dich 2 Stunden lang hoch und dann musst du hier wieder runter. Warum machen sie den Weg denn nicht einfach so um die Berge rum wie die Straße? Ist doch viel leichter. Naja. So, und knapp 10 Minuten später, nicht mal 10 Minuten später, bin ich am Ziel. Das sieht jetzt hier ein bisschen unromantisch aus für euch vielleicht. Aber für mich ist es super, weil ruhig. Ich schicke euch natürlich wieder diese Koordinaten. Das ist ein Schotterparkplatz. Gar nicht so weit weg von der Stadt. Und in der Stadt gibt es auch einen Parkplatz, wo Wohnmobile durchaus geduldet sind und regelmäßig auch stehen. Aber Kalle, du hast meinen Apfel gestohlen. Entschuldigung, du hast meinen Apfel gestohlen. Gib mal her, bitte. Mein Apfel hat Zahnlöcher. Aber gut, erstens habe ich noch mehr Äpfel, zweitens wollte ich ihn eh mit ihm zusammen essen. Also schneide ich ihn jetzt klein für die Hunde und ich nehme mir 9. Leute, ich krieg ein Hiking High. Was ist denn hier los? Da ist das Ding, Leute. Punta del Reina. Puente del Reina, sorry. Zu überschwänglich gefreut. Hier noch runter. Und da sieht man schon die Kirche. Ach. Herrlich. Jetzt nur nicht die Konzentration verlieren. Knie mit Bandage hält. Ich werde euch nachher berichten, wie das Fazit ist, wie weit es heute war, wie lange ich unterwegs war. Ja, und dann erstmal chillaxen. Ihr kennt das Spielchen. Jeden Tag dasselbe. Ankommen, ausruhen, ankommen, ausruhen. Auf morgen freuen. Job done today. Stempel einkassiert. Das ist in den kleinen Orten oft gar nicht so einfach, weil die Bars und so alle zu haben. In den Kirchen gibt es das gar nicht. Komischerweise. Aber hat ja geklappt heute. Und jetzt, ihr Lieben, gehen wir zu Fredo. Was meint ihr? Na nu, hat Fredo jetzt einen Anhänger? Oder was ist da los? Ha, gleich geschafft, Leute. Wir stehen hinter dem Flüsschen, quasi Kathedrale.
Und dann kommt ja die Altstadt. Und ganz am Rande der Altstadt fließt das Flüsschen. Und da stehen wir jetzt. Und da steht man ruhig. Ist jetzt auch nicht. Ja. Ein super Spot. Aber so ist es gelaufen heute. Ich muss mich bedanken an alle, die heute an mich gedacht haben und mir gewünscht haben, dass ich es schaffe. Eure Wünsche sind in Erfüllung gegangen. See you tomorrow. Hallo. Buongiorno, buongiorno tutti, buongiorno Hunde, buongiorno Frauchen. Hallo, mein Liebchen. Hallo, hallo Lulu. Ja. Die Mama ist raus. Hallo. Die überrennen mich einfach. Ja, die wollen schnell zu Härchen. Ja, müssen wir jetzt noch kurz warten. Zu the Walking Machine. Ich wollte, hab dich gerade noch angerufen, damit du nicht die Extrameile läufst. Hast du? Du bist doch da bei der Tankstelle rausgekommen. Ja, ich musste noch einen Stempel suchen. In der Kathedrale war ich ganz allein. Ach so, ich dachte, du hättest schon einen gehabt. Das war ganz komisch. Wo hast du einen gekriegt? Als ich ging, kam dann der Pfarrer. Mhm. Ja, den wollte ich dann auch nicht mehr fragen, ob ich einen Stempel kriege. Warum denn nicht? Kann ich Spanisch? War es aber eine schöne Kathedrale. Ja. Wo hast du dir einen geholt? In der Herberge da, das sehr schöne. Do you have a reservation? No. Oh. But I don't need a refugio. I only need a stamp. Oh, no problem. Come on. Ja, ja, Leute, es war wieder eine Wonne. Ich zeige euch das eben. Heute. Sollen wir in den Rucksack gucken? Ich muss wissen, wo ich hinfilmen muss. Do you have any need rain today? No, the rain was beside me. Oh, sagt sie im Refugio. Ich hatte Glück. In der Auberge Puente La Reina Gares. Reingedrischt. Job done. Ach Leute, ich kann euch sagen. Wie war es denn heute? Heute war es sehr gut. Ich habe ja nach der Hilfe bei meiner lieben Frau die Kniebandage angelegt, die auch hilft, wenn sie nicht so furchtbar rutschen würde. Aber ich muss ja noch üben, sie vernünftig anzulegen. Mhm. Und ja, Wetter war gut. Stellenweise richtig frisch sogar. Mhm. Ja, ja, da also, oben waren es 6 Grad knapp. Ja, 20 Grad weniger als gestern. Was ist denn das hier? Hallo? Ne? Aber war herrlich. Es lief gut. Lief wirklich gut vom Fuß. Bisschen geärgert haben einen wieder die Anstiege. Mhm. Hunde stehen da wie bestellt und nicht abgeholt. Ich filme das mal, wie mein Engelchen immer sitzt. Und da guckt es euch an, das Empfangskomitee. Links. Macht mal ein dummes Gesicht, ihr drei. Ich zeig nochmal Lulu. Süß. Die kommt nämlich nicht nach vorne durch und ist traurig. Oh, Lulu. Aber dann hat die Bandage ja geholfen. Das ist ja schon mal gut. Sehr. Ich will mal sagen, sehr hat sie geholfen. Okay, und dann ist es ja heute wirklich noch früh am Tag, ne? Ja, ich bin ja in der Maschine wieder. Einen Kaffee trinken. Ich muss mal gucken, wartet. Ich sag's euch, Leute. I'm have to look. I'm have to look. Das ist ja wieder, das ist ja wieder ein, hier, wie heißt das? Ein Englisch. Mhm. Es waren heute 32.167 Schritte und 23,36 Kilometer in 5 Stunden und 12 Minuten. Nicht schlecht. Ist doch voll Bombe. Ja, das ist supi. Ne? Naja, so kann es weitergehen. Gut. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Immer vom Fuße weg. Ja, dann machen wir jetzt einen Kaffee und wie immer kriegt ihr später nochmal ein Fazit des Tages. Natürlich. So, da ganz hinten hinter dem Anhänger steht Fredo. Der Parkplatz ist ganz, ganz, ganz lang. Und ich habe mich, habe mich weiter nach hinten gestellt, weil es da ruhiger ist wegen der Straße. Und hier ist eine Straße. Da geht es über die Brücke, Entschuldigung, mein Husten nervt wirklich, über die Brücke
in den Ort hinein, von da ist Rico auch gerade gekommen, als er den Stempel geholt hat. Und hier geht ein Weg rein, wo ihr so denn vorhanden mit euren Hunden spazieren gehen könnt. Ich habe meine jetzt oben am Mirador an dieser Aussichtsplattform, wo wir Rico getroffen haben, ja schon müde gemacht. Da waren wir ganz lange bei den Windkraftanlagen spazieren. Und hier ist jetzt nochmal schön für die Abend- und Morgenrunde. Jo, also ich finde das ganz gelungen. Ich finde den Parkplatz im Ort nicht so gut geeignet. Hier ist schöner. Jetzt haben wir Abendbrot gegessen. Es gab leckere Wraps. Und ich sichte gerade das Material des heutigen Tages. Das ist für mich immer richtig schön, weil ich kann sehen, was Rico erlebt hat und Rico sieht, was ich erlebt habe. Aber ein Wanderhai? Du hattest einen Hikinghai, sagst du an der Stelle? Gibt ja einen Runnershai und ja, es gibt auch einen Hikinghai. Aber das finde ich ja cool. Hast du mir vorhin gar nicht erzählt. Ist lustig. Mhm. Da kriegt man Schmetterlinge im Bauch. Ja. Hörst du die Glocken? Mhm. 19:30 Pilgermesse. Ja, du hast noch 10 Minuten, dann kannst du noch eben schnell in die Klamotten springen und hinjoggen. Nö. Ich war ja schon in der Kathedrale heute. Ja, er kommt jetzt nicht mehr hoch. Nein. Kein Bock mehr. Gut, also Fazit des Tages. Besser was Schmerzen angeht, besser was die Mutti, ja. was das Hiking High angeht. Mal gucken, wie oft dir das noch begegnet. Mit der Kniebandage muss ich noch ein bisschen üben. Die hatte ich heute ja schnell angelegt. Mhm. Morgen lege ich sie gründlich an. Dann hilft sie wahrscheinlich noch besser. Mhm. Und ich hoffe, ich wünsche mir, dass morgen mal weniger bergauf und bergab ist. Ja, das wünsche ich dir auch. Das wäre schön. Okay, aber ihr werdet es sehen, weil dann ist das Video für heute beendet. Ja, und by the way, heute war ja Etappe 4. Ja. 102,64 Kilometer bis heute. Nicht schlecht. Zu Fuß. Und morgen geht's weiter. Morgen geht's weiter, Leute. Bleibt dabei. Glocke drücken nicht vergessen. Daumen nach oben und was in die Kommis schreiben. Und wenn ihr noch kein Abo habt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Bis morgen. Und für alle, die das auch mal wollen, buen camino. Bis morgen.